Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte kurz ausführen wegen meiner Nichtannahme des Landtagsmandats und die Schlussfolgerungen bezüglich der nächsten Wahlen. Wir haben jetzt aus konkurrierenden Fraktionen oder sagen wir mal bürgerlichen Fraktionen des Kreistages die Vorsitzenden angesprochen bei deiner Stasi-Akte, die wir gesehen haben beim Gaugen im Kreistag. Was soll dieser Quatsch bei euch? Was ist denn bei euch los? Das war nicht die Frage, der Grund des Nichtannahmen des Mandats gewesen. Bei uns innerhalb der Partei als auch außerhalb, die Frage, es war doch allgemein bekannt, was ist denn da jetzt das Problem dran, das Mandat nicht anzunehmen? Das Problem ist, wir haben Parteitagsbeschlüsse aus 1991 und 1993, die wir nach den Wahlen 2009, zwar auf dem Parteitag 2010 wieder bekräftigt haben, dass man bei jeder Wahlveranstaltung, wo man sich zur Verfügung steht, das ausdrücklich nochmals offenbaren muss. Und da gab es letztendlich die Frage, setzt man sich jetzt die letzten paar Monate bis zur Wahl sowohl inner- wie außerparteilich damit auseinander, Mandate aufrechtzuerhalten ohne Einhaltung der Parteitagsbeschlüsse? Oder sagt man, man wartet einen Neustart ab und führt man öffentlich, wie nicht öffentlich, insbesondere die Presse dann schon in den Startlöchern, wieder Auseinandersetzungen, wie schlimm ist denn das Wachregiment oder nicht, der Wehrdienst beim Wachregiment bezüglich Stasi-Frage oder Nicht-Stasi-Frage. Und dann haben wir uns, nachdem ich mich ursprünglich entschieden hatte, das Mandat anzunehmen, nach intensiven Diskussionen mit Fraktionsvorstand, mit Landesvorstand letztendlich entschieden, für diese paar Monate nicht zwangsläufig diese Auseinandersetzung nochmal führen zu müssen, sondern lieber vernünftig für die Zukunft die Weichen neu zu stellen und dann zur Landtagswahl nächsten Jahres nochmal intensiv öffentlich damit umzugehen. Und bin ja auch angetreten, um meine inhaltlichen Fachkenntnisse als Fachanwalt im sozialen Bereich, im arbeitsrechtlichen Bereich, im gesundheitsrechtlichen Bereich einzubringen und nicht angetreten, um diese gerade genannten Diskussionen mehrheitlich zu führen. Schlussfolgerungen daraus. Wir haben ja heute unter anderem auch wieder Beschlüsse, wo es darum geht, wie wir mit Biografien, was wir alles als Verpflichtungen haben, die dann Mandate annehmen und so weiter. Da hatte ja Heinz Vietze vorhin schon was gesagt, wie wichtig solche Beschlüsse sind oder ob das Selbstverständlichkeiten sind. Für mich wäre eigentlich auch wichtiger, dass wir uns zukünftig darauf vorbereiten, sowohl für Neumitglieder, die der Partei zustoßen, aber auch für diejenigen, die Mandat annehmen, aber auch für die anderen, mal aufstellen, was haben wir alles an aktuell gültigen Beschlüssen, damit man sich auch daran halten kann und eine Übersicht hat, was aktuell gültige Beschlüsse sind, sonst heißt es wieder, wegen was weiß ich, Umwelt, wegen Krieg, Frieden oder sonst was, gegen verstoßen zu haben. Deswegen meine Anregung, dies ganz genau nochmal für zukünftige Wahlen aufzustellen, damit wir nicht solche unsäglichen Diskussionen, die eigentlich nicht sein müssen, in der Zukunft auch zu anderen Themen wieder erneut haben. Und abschließend noch als Vorsitzender Landesarbeitsgemeinschaft Linke Unternehmerinnen. Mir wäre nochmal wichtig, wir hatten uns vorhin in der Pause auch nochmal unterhalten, dass wir es endlich schaffen, zu den nächsten Kommunal- und Landtagswahlen ein Flyer, wo nicht Landtagsfraktion oder Bundestagsfraktion draufsteht, zu wirtschaftspolitischen Themen, einschließlich sozialer Absicherung, linker Unternehmerinnen, linker Selbstständiger, linker Gewerbetreibender zu haben. Gerade die Kleinst- und Kleinstunternehmen haben damit ganz erhebliche Probleme. Und deswegen ein spezieller Flyer nochmal zu unserer linken Unternehmerpolitik, vorbereitend auf die Kommunalwahlen und auf die nächsten Landtagswahlen. Dankeschön.